Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge. Wir joinen. Genau. Farewellvaro. Ah, ich, mein Stuff ist noch da. Oh, nice. Perfekt. Mein okay, Stuff ist Schuhe. Nicht mehr da, Leute. Was? Der Stuff von mir ist nicht mehr da, also der Stuff von... Ah, RIP. Aber egal, ja. Wenn deiner doch da ist. Hat er denn noch so Stuff wie Leder dabei? Leder nicht, Zucker auch noch nicht. Ich bin gerade dabei noch zu looten. Ah, hier unten ist noch die Dia-Hose, die loot jetzt erst. Jo. Essen hatte der auf jeden Fall. Ich laufe mal zurück, jetzt nehme ich noch einen relativ weiten Weg, habe ich jetzt noch vor mir. Ich hole jetzt noch das erste, das wichtigste fast ist das Sharp 3 Dia, würde ich sagen. Soll ich Kohle noch mitnehmen? Ich habe ein Buch. Ich habe genug Kohle eigentlich. Okay. Kann das sein, dass wir unseren Ofen mit dem Gold stehen lassen haben? Also den Ofen ja, das Gold, weil wäre ich mir nicht, weiß ich nicht. Ja, okay, wenn nicht, das ist ja nicht weit weg gewesen von uns. Und wir sind in deren Teamkiste noch viel, haben sie gesagt. Also doch, ich hab's noch das ganze Essen. Ich bin da, wo wir gebratet haben in der Folge. Jetzt müsste irgendwo in der Nähe sein, wo du. Ich sehe die Öfen sogar. Okay. Ah, da ist auch ein Zombie. Ah, ich sehe nicht auch. Doch, sie ist aber Gold drin. Ah, okay, dann. Aber nicht viel. Aber noch 10 dann. Eisen. Okay. Ich habe eine Dreiviertel Spare Armor. Ja, ich auch. Öfen kannst du stehen lassen. Okay. So. Geh mal in Richtung Spawn, oder? Hier, das kannst du mal nehmen, wenn du willst. Gib mir mal nochmal gerade deine Bücher. Ja, ich habe einen. Und Flint, und gib mal das Flint, was du gerade in der Hand hast. Mhm, warte. Hier. Oh, und das Buch liegt da noch. Oder, da ist ein Enderman. Ach, stimmt, das regnet ja nicht. Ich habe ja kein Fire, also kill ich den mal. So. Hab Enderperle. Ja, dann lass mal jetzt Richtung Spawn gehen. Jo, ich hol kurz hier noch Wasser. Nochmal. Oh, es regnet. Oh Mann, Digga, ein Kill, ich würde vielleicht auf der Top-Liste stehen. Ja, locker. Holen wir, bekommen wir schon noch. Ja, lass mal die Spinnen holen, damit ich mir auch noch ein paar 3-Bogen machen kann. Ja. Hast du Fäden? Aufpassen. Ja, ich hab 13 Stück noch. Okay, dann sammeln wir hier die Fäden ein, oder? Ja, nee, warte, ich nehme sie mit, kommt Rotten Flash. Ja, ich hole hier noch die Kühe und so. Weißt da du links war noch ein Enderman. Weißt du eigentlich die genauen Spawn-Codes? Ungefähr 00, denke ich. Also mehr genauer weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es hier schräg rein muss eigentlich. Mhm. Ich folge dir. Soll ich schnell in dem Ding nach Codes gucken, nach Discord? Kannst du machen. Aber jetzt erstmal Time Waste. Auf jeden Fall können wir hier mal ein bisschen rennen. Fichtenwald ist ja schon mal gut. Ja. Wie heißt es? Wollen wir dann Äpfel, also erstmal die Team Chest looten am Spawn, würde ich sagen, und danach, wenn wir halt noch Zeit haben, würde ich entweder Nether oder Äpfel farmen halt. Ja, ich würde, weil MLG erstmal verkackt. Ich würde sogar fast sagen, dass wir eher Nether gehen. Ja, stimmt. Äpfel farmen können wir dann vom nächsten Fight. Ich denke, drei Creeper hinter dir, ich laufe einfach durch. Boah, Junge, Alter, schon wieder fast verkackt. Oder ist Zucker noch? Ja, ich weiß. Ich würde nämlich sagen, dass uns die Äpfel können wir vom nächsten Fight oder so farmen. Weil ich will jetzt erstmal gucken, wir haben nämlich, du willst jetzt, musst jetzt erstmal einen Sharp 4 Fire schaffen. Das ist wichtig. Ich habe 9 Level schon. Ja, und dann müssen wir will ich mir einen besseren Bogen machen und wir brauchen beide bessere Rüstungen, mal mindestens Fulbra 2 oder so. Das kriegen wir auch hin, weil ich habe 6 Bücher und kann ja noch ein paar machen. Ist gut. Und vielleicht haben die auch noch ein bisschen. Oder Staubine. Zucker habe ich nichts mehr bekommen. Nee, aber hatte der vielleicht irgendwie anderen Stuff wie Paper oder so ein Scheiß? Nee, ich habe Pfeile bekommen. Ich habe 2 mal Fire Schwert. Nee, doch irgendwie sowas. Ich habe scheinbar 2 Sharp 3s aufgehoben. Hier, das scheint glaube ich schon richtig gut Richtung Spawn hier zu sein. Ja, wahrscheinlich da hinten sogar. Ich wundere nicht, ich droppe hier einfach gerade 2 ungebratenes Fleisch. Ich habe nämlich ziemlich viel. Achtung, da ist ein Creeper. Puh. Jo, ich denke nicht, dass er mich jetzt umgebracht hätte. Ja. Wenn jetzt Randy joint, wenn wir am Spawn sind, dann raste ich aber komplett aus, ne? Ja, dann RIP, ey. Oh, lol, hier ist ein Blitz eingeschlagen. Lol. Hier im Baum, ist aber wieder gelöscht. Direkt, ja, regnet leider. Regnet, ja. Leider? Was heißt denn hier leider? Willst du... Na, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was ich vom Regen halten soll. Mich stört er halt nicht so krass, aber. Oh, wait, hier sind.
Ich glaube, wir sind sogar fleißig. Ich gucke jetzt mal schnell Discord, okay? Jo. Bleib du neben mir. Das steht meistens an den Regeln, oder? Ja. Strikes, allgemeine Infos. Da steht nix. Jetzt sind ja auf jeden Fall beide voll, die ist relativ wichtig. Die hatten auch nur Prat 1, das ich jetzt bekommen habe. Ich bin voll Prat 1. Nee, Chestplate Prat 2. Ah, okay, das habe ich mir auch noch gemacht gehabt. Digga, hier steht nirgends was von dem Spawn Codes. Ich will jetzt auch nicht in der Gruppe fragen, weil dann schauen vielleicht wirklich Randy oder so drauf. Ja, komm mal mit, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass da hinten auf der offenen Fläche was ist. Muss jetzt, obwohl, das ist falsches Biom, glaube ich. Ja, es ist falsches Biom, aber theoretisch könnte das die freie Fläche sein, wo hinten dran nochmal ein Fichtenwald kommt. Mhm. Lass da mal kurz gucken. Ja. Aber da kommt, doch rechts ist noch ein Fichtenwald, dann lass da mal rein. Okay, ja. Da hinten rechts kommt noch ein Fichtenwald, deswegen. Mhm. Und hier sieht's schon ziemlich, hier ist halt ziemlich viel schon verbaut, weißt du? Und hier ist auch noch Crafting Table und so, also sieht mehr aus wie eine Gegend, die nahe am Spawn ist, weißt du? Ja. Ich versuche mich auch zurück zu erinnern, aber mir fällt halt nichts ein. Ja, das ist jetzt auch ziemlich schwer. Mhm. Man kann hier nicht die ganze Minecraft-Map im Gedächtnis haben. Das stimmt allerdings. Redstone braucht man nicht. Joa. Oder willst du eine Falle bauen? Eigentlich ja nicht. Ich habe auch gerade Gunpowder, was ich eingesammelt hatte, 11 Stück oder so weggeworfen. Also von daher. Okay, hier ist auch eine Werkbank. Regen hört auf. Freust du dich? Ist gut. Joa. Jetzt doch mehr. Weil jetzt können wir wieder Sachen braten, theoretisch. Dann, also mit Feuerzeug halt. Scheiße. Oder ist ein Enderman. Dann haben wir für dich auch noch eine Pearl. Schlag einfach direkt weg. Schlag einfach mit einem Flamesword drauf, Digga. Oder so. Na, Digga, der Enderman. Wo bist du eigentlich hin? Ja. Ah, jetzt sehe ich alles gut. Kriege ich Sprott? Nein. Ich schau mal, wie viel das kostet, mein Schwert. Ich könnte sogar. Willst du Fire Aspect 2 machen? Nein. Also. Also jetzt gerade nicht zwingend. Weil ich habe halt zwei Fire Schwerter, ne? Okay. Aber ich mag es mal, das eine Hotbar auch in die Hotbar. Kostet 16 Level zu kombinieren bei mir. Zwei Endermelds. Stellen wir nochmal Amboss auf. Jo. Hier. Hier, ich habe noch einen Power 1 Bogen für dich. Falls du noch einen Power 2 danke. Hast. Nimm mal kurz die Strings. Ja, ich nehme die Strings. Stackt sich. Das kannst du noch stacken. Nimm mal gerade noch einen Enchanter. Wollen mich gerade kurz Platz. Ich hol mal mit den, weil ich nicht mehr viel Food hab, die Schafe mit dem FNS. Warte. So, ich bin Full Pro 2. Nice. Ja, okay, das ist gut. Du hast doch zwei Feuerschwerte, du kannst wirklich ohne Probleme Tiere mit einem Feuerschwert töten, das ist kein Problem. Dann nehme ich das Unbreaking Schwert dafür und das hat halt noch mehr Haltbarkeit. Dann nehme ich das andere halt so einfach. Ich frage mich nur gerade, welche Schwerter das genau waren. Das kann ich dir nicht sagen. Boah, ja. Junge, es ist halt so scheiße, wenn man die Spawn kotzen, wenn die nirgends stehen. Vielleicht auch 100 und irgendwas, aber. Keine Ahnung. Hattest du die Cords offen mal in der ersten Folge oder so? Das kann zwar gut sein, nur das Ding ist, dass ich ja Cords locker drin hab. Stimmt. Bin ich ehrlich, ich find's klar, es kann mal was bringen, aber ich find's unnötig bei diesen kleinen Varus. Ja, das stimmt schon. Hier ist auch ein Crafting Table. Hier muss doch, guck mal, hier hat sich doch jemand safe in der ersten Folge ein Steinschwert gemacht. Ja. Dann können wir doch hier nicht weit weg sein vom Spawn. Dahinter an der Hügel, ich glaube, dahinter ist, kann es gut sein, weil aus einer Folge. Ich habe die Folge gesehen, wo Randy und so gegen Jengis gefightet haben. Na. Da ist nirgends was. Ich habe dezent Angst zu verkacken. Okay, passt. Wäre es eh nicht an Volldamage gestorben. Außer sage ich mal, du warst auf 3-4 Herzen oder so. Ja, okay, dann nicht. Oh. Sollen wir mal 0-0 anpeilen? Jo. Das lol, 0-0 ist er halt wirklich, ne? Gesehen. Ja, moin. Okay, kein jetzt Kommentar. Die Cordis können wir. Wer will der Hauptner machen?
keine Ahnung. Aber jetzt können wir uns die Cordis gut merken. 100, 100, 100, wahrscheinlich 0, 0. So, jetzt kommt los die Frage, wo haben die ihre tolle Teamchests hingeplatzt? Das habe ich leider nicht gesehen. Ah, die Folge müsste heute kommen, wo sie wahrscheinlich machen. Also da, Joel hat irgendwo hier noch seine Kiste, aber... Ich schau einfach einen Spawn ab. In der Folge, okay, das ist A. Hier ist von Mage-chan, hier ist ein Ofen. Ja, okay. Hier oben sind Chests. Hier sind die KD, das ist sie. Das okay, ist nice. Das ist echt okay, gut, da ist auch nochmal Zuckerronze drin. Was nehme ich jetzt? Wollen wir aus der Kiste direkt unsere Chest machen? Ja, komm. Genau. Dann loot ich da. Da ist ein Sharp 1 noch drin. Vielleicht noch Strings oder so. Essen ist da drin. Bücher sind da noch drin. Okay, die lasse ich dich rausnehmen. Ja, perfekt, Junge. Die Teamchest war sau wichtig, dass er übelst gute ich Sachen. Ich pack mal 6 Dias rein. Die Chest ist ja mal übelst gut. Jetzt mal No-Joke. Mhm. Da sind auch nochmal. Du hast die Schuhe da. Okay, ich pack mal meine komplette Sperrrüstung da erstmal rein jetzt. Das Essen packe ich da mal rein, was noch ungebraten ist, auch wenn wir es eigentlich noch braten müssten dann. Ich habe 15 Bücher, das ist gut. Ich leg dir mal die Dinger rein, Strings. Jo, ich werd die Folge wahrscheinlich nicht mehr schaffen, da noch irgendwas groß mitmachen. Ich will mal ein bisschen Flint farmen gehen, damit wir mehr Pfeile haben. Ja. Okay, dann, du kannst soll ich da bei Nether gehen und schon mal, ich nehme um die das Sharp 4 Fire 1 zu machen. Schon mal. Jo. Okay, dann gehe ich mal Nether. Ich merke mir die Quads. Oh, ich sag die mal in der Folge. Okay, 0-0 ungefähr. Na dann, let's go. Ich habe gesehen, dass Abgeblitzt schon hier war. Okay. Oh, nice, er hat die Pigments angegriffen. Ach du Scheiße, egal. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlecht zum Level fahren. Ich mach mal den Server-Lock auf dem zweiten Bildschirm gerade auf, damit ich rechtzeitig sehe, wenn jemand joint. Ja. Damit wir uns da vielleicht. Damit ich dann einfach schnell netter reingehen kann, weißt du? Ja. Wenn sie zusammen sind. Und plötzlich so, ein Pfeil noch und du kommst halt nicht durch. Nice, also das Level Farm wird effizient, dezent. Ich baue mich jetzt mal hoch auf 3 Blöcke als Safety First einfach. Macht zwar nicht viel Schaden, aber trotzdem. Das ist auch Gold Farm, by the way, ein bisschen sogar. Wenn wir Glück haben. Oh, ich habe Quarz nochmal gefunden. Ich darf mich ja halt nicht dumm überraschen lassen. Wollen wir ein Goldschwert benutzen, um irgendwie noch was zu enchanten? Weil ich bekomme da einige gerade. Weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ich fand das noch nie so krass. Mir hat halt mehr als Tipp geraten, ne? Ja, wir haben ja Fire Aspect. Ich meine, was willst du noch groß damit versuchen? Fire Aspect 2, lol. Ja, weiß nicht, ich finde das nicht so krass. Löschen sich die meisten Leute eh im Fight, also. Ich hab bekommen Gold Nuggets. Ich hasse es, Kies im Wasser zu farmen, ne? Ja, das ist nervig. Aber die Zeit vergeht so schnell. Aber ich will halt immer ein paar Pfeile haben. Ja, ist auch verständlich. Bogen ist immer guten Varo. Ja. Der Bogen hat mich noch nie enttäuscht. Das wird Jan jetzt auch sagen. So, einfach so, Bogen ist eine sehr starke Waffe in Varus. Ja, vor allem, wenn man den auch gut verwenden kann. Vor allem, wenn Leute zwar bessere Rüstung haben, aber nicht so viel Healing vielleicht. Ja, kann man die auch gut drainen. Okay, jetzt ist eine ganze Horde Pigments hinter mir. Pass einfach auf, bitte lass dich nicht von denen abflachen. Ich baue mich einfach auf 3 Blöcke und dann farm ich die halt. Wenn die mal in meine Reach kommen würden. Schön, ich kann alle auscritten. Es hat ja Unbreaking drauf, einfach drauf. Gleich sind 16 Level easy. So, nix. Goldschwert bekommen. Mhm. 16 Level, na perfekt. Hab einen Sharp 4. Und 15 Sekunden nur noch. Nice.
Ich gehe mal an. Bitte auf meine drei Blöcke hoch, weil es halt wieder viele Pigments wahrscheinlich bis dahin spawnen. So. Gut. Okay, das war's mit der Folge. Bis dann, ciao.